Tag, moin, was wollt ihr denn hier? Wir haben keine Zeit. Wir haben gleich Generalprobe vom neuen Programm. Also, tschüss. Oder, naja, ich könnte ja mal den Chef fragen, den Jörg Jara, was der dazu sagt. Oh, dann komm mal rein, komm mal rein. Erwin Jensens Chef heißt mit bürgerlichem Namen Hans-Jörg Pütz, wurde 1959 in Flensburg geboren und berät als psychologischer Coach Menschen, die zum Beispiel an Lampenfieber leiden. Doch der Mann aus Achterwehr hat noch eine ganz andere Seite. Als Bauchredner Jörg Jara beherrscht er die Kunst des Sprechens mit verstellter Stimme und fast ohne Lippenbewegungen. Ich war als Kind wirklich schüchtern und hatte die Puppen, die konnten all das sagen, was ich mich nicht traute. Im Laufe der Jahre habe ich das jetzt übernommen. Also das heißt, die Puppen haben mich ein bisschen therapiert. Ich bin nicht Psychologe, ich bin Transaktionsanalytiker. Psychologe, ich habe mein Psychologiestudium nicht zu Ende gemacht. Das heißt, da wurde ich schon so viel gefragt als Bauchredner. Da habe ich nach dem Vordiplom gesagt, ich mache jetzt das Bauchreden hauptberuflich. Habe aber dann später 9 Jahre lang Transaktionsanalyse gemacht als Weiterbildung. Und da habe ich dann dieses Zertifikat als Transaktionsanalytiker. Und als der stehe ich auch heute Abend auf der Bühne. Haua, haua, das heißt so viel wie Klugschnacker. 1, 2, 3, ja, 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 wenn ich hier links gehe, passiert nichts, hier passiert nichts. Generalprobe in einem Landgasthof in Jevenstedt. Jara, der mit seinen Charakterpuppen viele Jahre im Hamburger Hansa-Theater gastierte und bei etlichen Galashows europaweit aufgetreten ist, bereitet sein neues abendfüllendes Programm vor, Puppentherapie. Der Saal ist ausverkauft. Ob die einstudierten Gags zünden? Bei aller Routine, der Künstler ist angespannt. Aber er steht ja zum Glück nicht allein auf der Bühne. So, Frau Sommer, der Sessel ist neu, ne? Jo, entzückend. Ohne Publikum könnte ich zum Beispiel die Show gar nicht machen. Wenn ich übe, das ist ganz, ganz schwierig, da fehlt mir das Publikum irgendwie. Ich brauche so eine Resonanz. Ah, jetzt kommt er aber. So, meine Damen und Herren, Erwin Jensen. Herzlichen Dank. Lassen Sie mich mal erklären. Sie sind der Typ, der sagt, das Glas ist halb leer. Hey, wieso das denn? Ja, ich meine, weil Sie immer so ein klein bisschen kritisch nörgeln. Ich bin doch nicht kritisch und nörgelig. Ein ganz netter alter Herr bin ich hier. Ja, Herr Jens, aber... Wie heißt du denn, Kleines? Die Dame gleich in der ersten Reihe? Ja, Sie, genau. Elisabeth. Elisabeth, komm mal her, Kleines. Onkel hat Nüsse. Nein, Elisabeth, bleib mal. Herr Jensen, der alte Nörgler, ein Publikumsliebling. Genau wie die halbseidene Olga. Durch Jaras famose Kehlkopfakrobatik entfalten die Puppen ein erstaunliches Eigenleben. Also Olga, dieses Glas ist jetzt halb voll. Ich sehe ja gar nichts. Ach Mensch, das ist doch nur zur Illustration. Jetzt malt er auch noch. Ein Künstler. Also, pass auf, das ist imaginär. Ein Magier. Ich rutsche. Oh Mensch, jetzt das Glas Wasser ist ausgekippt. Oh, Entschuldigung. Ja. Also. So, habt ihr genug gesehen? Wenn nicht, dann kommt in meine Show. Wir sind ja jetzt unterwegs und überall in Schleswig-Holstein zu sehen oder in ganz Deutschland. Ich sag viel Spaß und oh, hau, hau, hau.